Eine künstlerische Aktion haben wir schon öfter gehabt, die dann nachher die Auflage hatte, dass wir das, was dann nicht in Ordnung sei, wieder entfernen müssten. Das Denkmal mitzunehmen, fällt mir schwer. Das Trenndenkmal findet hier seine Fortsetzung. Das Gewehr daneben, der durchlöcherte Helm, tut nicht am Leben. Todesverrat, du bist das Opfer, schreckliche Gewalt auf die Welt. Ich bin vom BIPOC-Referat. Das ist das Referat für Black People, Indigenous People and People of Color von der Uni Münster. Genau, und wir wurden gebeten, zu diesem Trenndenkmal eine kleine Rede zu verfassen. Die werde ich jetzt verlesen. Denkmäler sind für mich schon immer etwas gewesen, was ich nie so richtig wahrgenommen habe. Auf Klassenfahrten waren es meistens genau diese Besichtigungen, die trocken und langweilig waren. Und auch sonst sind Denkmäler die Akzente einer Stadt, denen ich nie richtig Aufmerksamkeit schenkte. Und etwas, das ich nie richtig verstand, geschweige denn etwas, womit ich mich identifizieren konnte. Ein mit Moos bedecktes, betoniertes, klobiges Teil mit komischen Zeichen drauf und einer Inschrift, die man nicht mehr richtig lesen kann. In einem Kinderlexikon heißt es, dass Denkmäler errichtet werden, um etwas zu ehren. Um etwas zu errichten, das die Menschen an etwas Prächtiges und Ruhmreiches erinnern soll. Die meisten Denkmäler, die ich besichtigt habe, wurden errichtet, um gefallenen Kriegssoldaten zu gedenken, so wie dieses hier auch. Ein Krieg ist aber nie etwas, das nur ruhmreich ist. Im Krieg kommt es darauf an, auf welcher Seite man steht. Wird man ermordet oder ermordet man? Wann ist jemand ein gefallener Held und wann ein besiegter Feind? Wann ist man Mörder, wann ein tapferer Held? Wann ist es ein Völkermord und wann ein kultureller Verteidigungskampf? Ist es so, dass es Auslegungssache ist, ob ein Krieg grausam oder ruhmreich ist? Ist es eine Frage der Perspektive, ob es ein Völkermord war oder nicht? Ist es eine Frage der Wertigkeit? Ist ein Soldat mehr wert als sein Opfer? Sicherlich sind viele dieser Fragen nicht einfach zu beantworten. Manche Aspekte dieser Fragen und auch speziell auf dieses Denkmal bezogen sind allerdings keine Sache der Auslegung. Wir stehen hier am Trenndenkmal, welches im Juli 1925 als Kriegerehrendenkmal eingeweiht wurde, als theorisierende Erinnerung an im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten, die am Boxeraufstand in China 1901 und 1904 und 5 an der Niederschlagung von Aufständen an den Hereros und Namas gegen die deutsche Kolonialmacht beteiligt waren. Diese Einsätze gegen die Herero und Nama wurden 1948 von der UNO als Völkermord eingestuft. Seit 2015 bekennt sich auch die deutsche Bundesregierung dazu. Allerdings versteckt sich Deutschland hinter Denkmälern wie diesen vor einem längst überfälligen Eingeständnis. Sie versperren die Möglichkeit, Verantwortung für ihre Geschichte zu übernehmen und verhindern gleichzeitig die Aufarbeitung dieser Themen, nicht nur für das Land, sondern auch für alle rassifizierten Personen, die in dieser Gesellschaft leben. Dieses Denkmal ehrt nicht nur den gefallenen Soldaten, die zwischen 1904 und 8 während des Völkermordes umgekommen sind, sondern glorifiziert diese auch. Es ist keine Frage der Perspektive und auch keine Sache der Auslegung. Dieses Denkmal ist Symbol für die bewusste Verdrängung kolonialer Völkermorde und den verankerten Rassismus in dieser Gesellschaft. Solange nicht verantwortungsvoll mit der deutschen Kolonialgeschichte umgegangen wird, werden diese Denkmäler unüberwindbare Steine auf dem Weg zu einer antirassistischen Gesellschaft sein. Solange Denkmäler wie diese stehen, wird sowohl die kolonialistische Vergangenheit als auch der darauf aufgebaute strukturelle Rassismus aufrechterhalten und betroffene Menschen fortwährend unterdrückt. Vor allem aber bleibt die weiße Mehrheitsgesellschaft geehrt. Die weiße Vorherrschaft ist in diesen Denkmälern einbetoniert, sowie der strukturelle Rassismus, die Legitimation kolonialer Gewaltherrschaft und die Schuld dieses Landes, Zehntausende Menschen auf dem Gewissen zu haben. All das bleibt bis in die heutige Zeit ein Akzent dieser Stadt, die sich mit Attributen wie Vielfalt schmückt und beteuert, Farbe zu bekennen.
Es reicht nicht, eine Hinweistafel anzubringen, auf der den Zehntausenden Toten unterdrückter Völker gedenkt wird und geflissentlich die Nennung der Taten als Völkermord umgangen wird. Ob dieser Umgang mit solchen Denkmälern, wie es auf der Hinweistafel ausgedrückt wird, das Ziel von der Heldenverehrung zum Opfergedenken erreicht, ist mehr als fragwürdig. Um einen aufrichtigen, ehrlichen und verantwortungsvollen Weg zu gehen, müssen solche Denkmäler nicht nur abgeschafft und/oder umgewandelt werden. Es muss angefangen werden, Entschädigungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Dieses Land, diese Stadt muss sich bekennen und den kolonialen Völkermorden nicht verherrlichend gedenken, sondern muss mahnend an sie erinnern. Und dies nicht mit Hilfe eines seit fast 100 Jahren bestehenden kolonialen Denkmals. Thank you.